gefragt werde, wie alles anfing, sage ich immer, dass alles begann, als wir zum Botanischen Garten gingen. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und zwei meiner Freunde. Wessen Idee es war, die verlassene Station zu besuchen, wer die anderen überredet hat, dahin zu gehen, ich sag ihnen immer, dass ich mich nicht erinnern kann. Ich lüge immer. Es ist eine sichere Lüge, denn es gibt keine Möglichkeit, die Wahrheit zu überprüfen. Sowohl Vitali als auch Eugen sind tot. Die massiven Türen der Luftschleuse ruppten und öffneten sich mit einem knirschenden Geräusch. Uns öffneten sie den Weg zur Hölle und den Dämonen einen Weg in die Metro. Aber letztendlich begann alles, als Mutter sagte, dass wir den Botanischen Garten spazieren gehen und mit der Metro dorthin fahren sollten. Ich erinnere mich an die kurze Rolltreppenfahrt an die Oberfläche, wie wir durch einen geräumigen Glaspavillon hinausgingen und eine Straße sahen, die mit Grünzeug überwachsen war. Ich erinnere mich an die kleinen Wolken, die sich über den grenzenlosen Himmel bewegten, an den leichten, kühlen Wind in meinem Gesicht. Mutter kaufte mir ein Eis. Seitdem habe ich nie wieder eins kosten dürfen. An diesem Tag wurde die Menschheit hingerichtet. Die Rechtschaffenen und die Sündigen wurden gerufen, um entsprechend ihrer Taten verurteilt zu werden. Und wir versteckten uns in der Metro vor Gottes Blick. Wir wurden vor seinem Zorn errettet und er beschloss offensichtlich, dass es die Mühe nicht wert war, uns da herauszuholen. Dann kümmerte er sich um seine eigenen Angelegenheiten oder starb vielleicht, während wir auf dieser verbrauchten und weggeworfenen Erde standen und einfach weitermachten. Ohne Ziel. Ich kann mich an so viele zufällige und unwichtige Dinge erinnern. Doch an das Wichtigste erinnere ich mich nicht. Das Gesicht meiner Mutter. Sie starb kurz nachdem der Krieg begonnen hatte. Alles, was von ihr übrig ist, ist dieser Tag im Botanischen Garten. Wie sehr ich mir wünsche, mich an ihr Gesicht erinnern zu können. Die Art und Weise, wie sie mich ansah. Wie sie mir zuflüsterte, dass ich keine Angst zu haben brauche. Ich würde meine Seele dafür verkaufen, mich daran erinnern zu können. Jederzeit. Und das habe ich dann auch getan. Hallo. Willkommen zu Metro Last Light. Hi. So. Den ersten Teil hatten wir abgeschlossen, den ersten Teil hatten wir gespielt. Es war schwer, aber schön. Und jetzt kommt der zweite dran. So. Ich mache hier schon den zweiten Versuch. Habe jetzt dieses erste Intro zum Glück drauf. Ich weiß jetzt endlich wieder, wie man es starten kann. Man muss einfach nur warten. Und jetzt geht's weiter mit neuem Spiel. Es gibt hier ein ganz kleines Problem. Und zwar spinnt das Spiel ein bisschen, sobald man irgendwie raustappt und in ein anderes Fenster klickt, ist es zwar gleich wieder da, aber die Aufnahme bei OBS hängt. Das ist doof. So, erstmal, also das heißt, also, wir schauen. Also, wählen Sie Ihren Spielstil. Spartaner. Also Überleben ist hier, Munition und Filter sind knapper, die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Der Überlebensmodus bietet dem Spieler das ursprüngliche Horrorerlebnis von Metro 2033 mit einem Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und spannende Kämpfe. Machen wir nicht. Weil, warum nicht? Weil ich kein guter Spieler bin. Ich will die Story, ich will das alles jetzt mal in Ruhe sehen. Ein bisschen Action darf sein, ein bisschen Rätseln darf sein, aber hier, ne? Genießen Sie leichtere Kämpfe und Tarnungen bei Metro. Last Light Spieler im Spartaner-Spiel. Perfekt für Spieler, die ein schnelles, mehr actionorientiertes Spiel mögen. Munition, Filter und andere Ressourcen sind ebenfalls reichlich vorhanden. Machen wir. Hier, normal. Weil normal empfohlen für regelmäßige Ego-Shooter-Spieler. Behalte Filter und Munitionsverräter genau im Blick. Kampfszenarios sind mit extremer Vorsicht zu genießen. Hardcore. Empfohlen für erfahrene Ego-Shooter-Spieler. Jede Begegnung mit dem Feind ist eine ernsthafte Herausforderung. Deiner Fähigkeit und Taktik, Munition und Ressourcen müssen aufgespart werden. Erfolg kann nicht garantiert werden. Gar nicht schlecht. Ranger. Im Ranger Normal stehen HUD und Nutzerfähigkeiten nur noch eingeschränkt zur Verfügung und Hinweise sind komplett deaktiviert, um den Spielwert zu erhöhen.
Pfadfinder. Deine Feinde verursachen größeren Schaden, genau wie du. Die Kämpfe sind spannend, taktisch anspruchsvoll und brutal. Ressourcen sind knapp, jede Patrouille zählt. Nein. Ranger Hardcore ist die ultimative Herausforderung. Milky 316 liebt ultimative Herausforderung. Seht ihr es? Nein. Ich auch nicht. Normal. So, dann, das haben wir schon geschafft, ja. Zack. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Tja, ich hab früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg, meine ich, da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Das hoffe ich mal. Was ist passiert? Dass Scheiße. Es diesmal klappt. Oh oh. Scheiße! Scheiße! Was passiert hier? So. Hallo? Was ist denn mit euch? Nein, 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 nein. Das sind meine Kollegen. Die will ich nicht erschießen. Ey, hör auf! Wieso? Das habe ich gar nicht. Hallo? Das war ich nicht. Aber dafür läuft die Aufnahme jetzt weiter. Das ist ganz gut. Das ist sehr, sehr eklig. Und das ist zum Glück unbe... Na, ja. Artyom, wach auf, Artyom. Ich bin's, Karl. Den kennen wir noch. Albträume, was? Mhm. Kein Wunder. Nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Das ist richtig, Khan. Ja. Wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Das ist Khan. Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Ich denke schon. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Ja, der ist gut. Das ist eine Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Windbeutel. Ach, dieses Russisch ist so geil. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen, trinken und atmen. Oh, den Helm kenne ich. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal. M, Journal geht. So, das hat geklappt. Die schwarzen Folgen kannst du. Okay. So, wir machen einfach weiter. Ich muss natürlich dann schneiden, aber das macht nichts. So, ich guck mir hier nochmal an. So.
und hat die Sexy gerettet. Nein, sie konnten es nicht rechtzeitig erreichen. Und hier stört das Ding von sich neu sich her. Geile Atmosphäre, ehrlich. Das kennen wir auch. Ich muss mir angewöhnen, bei Metro alles ein bisschen genauer zu untersuchen. Zu gut, um wahr zu sein, verstehst du? Hör auf zu jammern! Es ist ein Geschenk unserer Vorfahren. Genug, um hier unten Jahrzehnte zu überleben. Vielleicht sogar, bis die Welt da oben uns zurücknimmt. Okay. So, eventuell ist das schon die Lösung. Eine kleine Einstellungsänderung. Ah, ja. Okay, können wir da irgendwas machen? Nein. Ist das Tutorial? Hallo, Artyom. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Ja. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Das ist richtig. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fähnrich verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Tja. Das machen wir nicht so. Du siehst eine geheime Basis, Junge. Du solltest hier nicht rumhängen. So. Wo können wir denn lang? Haben wir hier irgendwas, was wir brauchen? Aha. Wir können in den Metros weiter tragen. Mir kommt es so vor, als könnte jede Patrouille da draußen die letzte sein. Hast du gehört, was mit Romanovs Gruppe passiert ist? So, ich prüfe das mal mit der Aufnahme nochmal. Noch vom Angriff auf die große Bibliothek. Letzte Woche entlassen. Sein Trupp ist also durch die Sümpfe zur Kirchenbasis geschickt worden. Romanov war der Einzige, der dort lebendig ankam. Du verstehst es nicht. Der Rest der Gruppe ausgelöscht? Hier. Die Sümpfe sind kein Problem. Man muss nur auf die Markierungen und Flaggen achten. Komm schon, du hast 5 weitere 30 Jahre. Jedes Kind kann das. Naja, gut, die Schritte sind jetzt mal ein. Das machst du gut. Sieh dir diese 2 Anfänger an. Armselig. Kein Wunder, dass der Oberst befohlen hat, die Übungszeit zu verdoppeln. Kirche gefunden. Halt den Rücken gerade. Geil. Und die Atmosphäre ist echt fantastisch. Das ist so laut und unangenehm. Wir können hier wenig machen. Hab gehört, was du getan hast. Respekt, Mann. Ja, ich meine, genau. Man sagt, dass in den Sümpfen irgendeine Scheiße ist. Vielleicht sogar noch schlimmer als die Schwarzen. Geh da nicht hin. Mach ich nicht. Das war ein wirklich tolles Grillfest, das du da mit diesen Schwarzen veranstaltet hast. Was auch immer die Leute sagen, es war richtig von den Rangern, dich in den Orden aufzunehmen. Wir brauchen Männer wie dich. Das ist richtig, ja. Da ist er. Unser Held. Das genieße ich jetzt mal ein bisschen. Ich habe es ja auch wirklich gespielt. Ich habe auch gehört, dass Miller höchstpersönlich nach dir geschickt hat. Hm. Hallo, Artyom. Willkommen in der Waffenkammer. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt müssen wir ihn erstmal aus. Hilfe. Machen wir. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. Das ist an der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Richtig. Es ist schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun- oder Ausrüstung zu kaufen.
Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Genau. Und was noch? Mach ich alles. So. In Ordnung. Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest, und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Okay. Ja, wo? Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Venti, Kalash, RPG, Bastard, Panzers. Ich nehme die Kalash. Gute Wahl. Die Kalash ist das Arbeitspferd im Arsenal eines Rangers. Genau. So. Zieloptik. Was? Laden! Feuer! Wir dürfen einfach ohne das zu viel Kutschen. Escape, so. Was haben wir hier? Lauf. Schalldämpfer. Schalldämpfer ist gut. Ziel überprüfen! Ah, weniger Schaden. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich versuch's. Und was haben wir hier? Moment, warte mal. Anbringen. Nee, doch. Und, ach so, ja. Okay, das bedeutet, dass nichts geht. Escape verlassen. Die nächste. Auswählen. Leichte klassische Vorbereitung ist in etwas Reichweite, das ziemlich genau kann, gleichzeitig aber auch lange feuert, das abgeben wird. Die relative Energie hat eine hohe Feuerrate und benutzt blockiert eure schnellere Name der Waffe. Bastard. Diese mit Schrotmunition ausschießende schwere Energie, also auf kurze Entfernung absolut tödlich, verbraucht Munition aber sehr schnell und kann nicht mit einem Schalldämpfer ausgeschaltet werden. Das ist die Ventil, das genau in Leistungssteuerung, darüber das Ziel weit entfernt ist. Nehmen wir als Zug. Achte darauf, eine Nahkampfwaffe mitzunehmen, so wie diese hier. Gewehre sind für Ziele in großer Entfernung geeignet. Aber du solltest dich nicht auf dem falschen Fuß erwischen lassen, wenn sich etwas von hinten anschleicht. Anpassen. Reflexvisier. Nehmen wir. Mhm. So, als drittes auswählen. Ja, achso, gibt's noch mehr. Revolver, klar. Eine Pistole kann man immer tragen. Robust, verlässlich und genau. Okay. Passen wir auch an. Was können wir da machen? Reflexgröße machen wir immer. Und verlängerter Lauf. Ja, dann machen wir das. Achso, nee. Schalldämpfer. Nee. Nee, nee, nee. Es wird verlassen. Okay. Also gut, geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine andere Waffe testen möchtest. Okay. Achso, ja. Ja, ja. Schießbahn. Wo ist die Schießbahn? Hey, Artyom, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du aufgesucht hast. Okay. Probiere mitten auf die Brust der normalen Atran zu schießen. Oh. Achso. Schrecklich. Und den haben sie zu einem Ranger gemacht. Versuch nochmal. Ja, ich hab's doch falsch verstanden. Gute Aktion. Jetzt schieß auf die Attrappe mit Rüstung. Unterschied.
Ich habe sie zu einem Ranger gemacht. Versuch doch mal. Okay, das ist echt mies. Hör auf, Herr Rumpf. Schieß oder traf ihn in den Kopf. Das ist ein kritischer Treffer. Hast du den Unterschied gemerkt? Ja. Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu dieser Einsatzbesprechung gehen. Waffen runter! Das probieren wir nochmal. Glückwunsch, das war scheiße. Totale Blamage. Ich würde ja einen Truppen aus Alice ausbilden, als euch Waffen zu geben. Haut ab! Stellung! Das. Wow. Die mag ich, glaube ich. Okay, das sollte jetzt reichen. Ich glaube, ich habe das Problem soweit gelöst. Aber wir werden sehen. Oh, was haben wir denn hier? Ah ja. Der Anfang war etwas hakelig, aber niemals. Die Basis ist sauber. Zumindest der Bereich, wo wir sind. Das haben die überprüft. Gestern haben der und ich die Türen kontrolliert. Viele sind noch immer versiegelt. Manche sogar zu fest. Und ein paar von ihnen sehen so aus, als wären sie von innen verschlossen. Ja und? Miller ruft die Gruppenanführer zusammen. Es wird eine große Versammlung geben. Bitte, Ossip, lass mich in Ruhe rauchen. Ich hatte gestern im Lagerzentrum Dienst. Und da habe ich was gehört. Anscheinend ist so manches wachgerüttelt worden. Was meinst du? Die Rotten machen mobil. Die haben alte Männer rekrutiert. Geile Atmosphäre. Ich hoffe, die technischen Probleme sind erledigt. Ansonsten fangen wir wieder ganz von vorne an. Schenk diesem Clown keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Mhm. Hast du von Lesnitsky gehört? Nein. Wovon redest du? Frag mal die Waffen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? So. In Ordnung, geht. Ah, da ist er ja. Gut. Irgendwas hier, was wir brauchen könnten. Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Ich bin noch hier. Alles klar. Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl, wilde Rösser und unermessliche Schätze. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier. Alter. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey! Ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffe. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Bin ich ja gespannt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. In Ordnung, gehen wir. Wir können das jetzt vielleicht kontrollieren, aber es ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse und Ausgabe von Ring zurück. Sie sagen, die Hanse verstärkt ihre Waffen und auf ganzer Linie. Insbesondere die, die in der Nähe der Versammlung sich hier in der Basis befinden. Okay. Hören wir mal, was er bei der Versammlung sagt. Bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller.
Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Ja, das kann sein. Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in ihrer Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Genau. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du mich, Artyom, einen gleichen Rat. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Mich auch. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Das kann durchaus sein. Hallo? Da geht doch. In Ordnung, Artyom. Und Sie, Khan, habt ihr etwas zu melden? Nein. Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen Besten. Anna! Ja, hier! Ach, ehrlich? Ich hab's ja auch Warum gesehen. Brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Ja, die hätte ich schon ganz gern weg. Vergiss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Glaube ich nicht. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze... Und vergiss nicht, ihn mit einem Kopfschuss zu erledigen. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzki ein Schläfer war. Aber wir haben nicht Hallöchen. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Sie ist ja Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in den Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren. Damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Das ist schon sehr geil. Ich bin ein bisschen deprimiert, weil... Ja, nimm mich doch mal anders. Ich bin ein bisschen deprimiert, weil es am Anfang... ja, weil die Technik am Anfang ein bisschen gesponnen hat. Aber ich glaube mal, ich habe es jetzt relativ gut im Griff. Oh. Vor einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten, zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Ich. Jawohl. Zum Fortfahren Taste drücken. So, ich beende jetzt mal diese Aufnahme. Weiß nicht, ob ich sie nehmen werde, ob ich das zusammenschnipsel oder nicht, aber naja, wir gucken uns das Ganze mal an. So, dann bis zur nächsten Folge.